Was darf man als Pokémon Go Spieler niemals machen? Ganz kurz, was ist spoofen? Ganz kurz. Rück mich nur in einen Tick. Ist schon verführerisch, vor allem jetzt momentan. Pogoeto, alle hassen mich und. Also du bist nicht abgenackt. Testen alles, was kommt. Oh mein alles, Gott, echt jetzt? Ohne Scheiß, mal alles machen. Oh und dann mein Gott. Werden wir sehen, wie wir damit umgehen, Mann. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hongen mit am Start, Bagesh und Tati. Hoffe ich heute in Topform. Nicht so wie letzte, Woche. Letzte Woche ging leider nichts, aber heute ziehen wir durch. Ja, ich mach's aber nicht, weißt du, wie du hast. Vorletzte Woche haben wir ein Video gemacht. Das war so schlecht, es ist nicht online gekommen. Welches? Es ging um Montana Black, Raid Shadow Legends, so. Sponsoring. Da haben wir drüber geredet, aber ich hab's nicht hochgeladen. Ja. Mittlerweile hat er es wieder abgesagt. Ja? Ja, er hat es wieder abgesagt. Hat sich umentschieden, ist sich treu geblieben, bla bla. Es hat sich auch herausgestellt, er hat 90.000 Angebote bekommen für eine Stunde Werben im Stream. 90.000? 90.000, ja. Show Reichweite ist einfach unbelievable. Ja, okay. Seine Reichweite ist er ist übelst krass. Ja, aber Knossi hat schon echt viel vom Kuchen abgenommen. Oh ja, auf jeden Fall. Knossi ruft die manchmal so an, manchmal werden sie Streams und dann Montana Black liegt einfach auf und so manchmal. Ja gut, aber man muss sagen, ich glaube bei Knossi ist es so, dass er gerade momentan richtig aktiv ist und Montana Black eher so gemütlich macht. Er macht halt so ein bisschen, aber er hat immer noch eine krasse Reichweite. Ja. Und 90.000 für... Und die 90.000 hat er jetzt abgelehnt. Ist schon. Er hat auch das abgelehnt. Mit Knossi sollte er irgendwo hin. Angelcamp. So 9Pro7 und so. Auf Joko Klaas-Style. Okay. Dann hat Montana Black abgesagt. Ich habe zum 1 Million Special von Knossi gesehen. Okay. Also warum willst du es nicht? Und so voller Ernst aber so. Mhm. Wir könnten auf Joko Klaas-Level kommen. Also Alter, ich gehe doch nicht in Venezuela, irgendein Gefängnis oder so. Oh, würde richtig verrückte Dinge machen. Klingt aber Enzgeil eigentlich. Ich sag ja, Knossi ist gerade Enzverrückte. Ja, Enzgeil. Ist schon richtig Abenteuer. Ja, ja, aber warum? Monte ist nicht so. Er chillt gerne zu Hause. Er chillt Enz gemütlich, macht halt viele Reactions und so. Aber hat dann Statement drüber abgegeben, warum er es doch nicht macht? Ja, er ist im Wald spazieren gegangen und hat sich selber gefunden und sowas. Ist sich treu geblieben. Er konnte seinen Fans und so blablabla nicht antun. Wir haben ein Video dazu gemacht, wie gesagt, wir haben unsere Meinung abgegeben. Tati war dagegen, Nico hat gesagt, ja, er versteht schon, er soll es machen und so, dies, das. Bagesh hat gar nichts gesagt in dem Video. Echt? Ja, da war echt. Er war weg. Déjà-vu, Mann. Auf jeden Fall. Wir, ich, sind jetzt in einer ähnlichen Situation. Ein Angebot. Echt jetzt? Das vielleicht nicht so toll ist. Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an, ja. Welches Angebot? Ich habe Pokémon Go gemacht. Ja. Was darf man als Pokémon Go Spieler niemals machen? Boah, gute Frage. Warte, ich komm drauf. Was? Pokémon hat eigentlich gar keine Feinde. Was darf man als Pokémon Go Spieler niemals machen? Auf ein anderes Spiel rüber switchen? Was? Es ist ein Tabu in der Pokémon Go Szene. Boah, da kenne ich mich nicht so. Wie heißt es hier? Das, nein, aber es machen ja ein paar. Hä? Ich bin gerade echt... Nein, was meinst du jetzt hier mit Spoofen! Ah genau, wollte ich gerade sagen, Spoofen! Cheaten! Wieso denn? Das waren doch jetzt viele, Mann! Ja, jetzt wieder uns! Und jetzt? Heißt ja nicht, dass wir oder ich es gemacht haben oder machen sollte. Aber es ist ein Tabu, also ja. Alles ist in Ordnung. Du kannst Maps verwenden, du kannst Account-Sharing, Multi-Accounting, Multi-Logging. Ich habe über alles ein Video gemacht, ich habe euch jeden Trick, jeden Hack, jeden Bug, aber alles gezeigt, ja. Genau. Ganz kurz, was spoofen, ganz kurz. Du bist gute hier? Frage, sehr gute Frage. Also du bist zum Beispiel hier und bist und spoofst dich dann... GPS-Hack, genau. Genau, und spoofst, bist dann an einem Ort. Das ist, verfehlt komplett den Sinn eigentlich. Ja, aber es haben am Anfang des Games haben sie jetzt wieder gemacht, die waren dann hier jetzt in Deutschland, auch. Dann haben sie in Amerika, haben sie dann gespielt in Amerika. Ja, und so weiter. Ja, so eins krass. Ich meine, Pogo-Community nimmt Pokémon ein bisschen zu ernst. Auf jeden Fall, eine Firma hat mich jetzt angeschrieben. Also die haben mich schon öfters mal angeschrieben, aber jetzt nochmal. Die haben auch ein Programm für GPS faken, hacken. Die machen auch viele verschiedene Programme, Apps und sowas, auch Schutz und IT und Service und sowas. Aber eben auch irgendwas mit GPS. Mhm. Und da sind die jetzt auf mich zugekommen und wollen eine Kooperation. Ja. Und was sollst du machen? Ich hab das vorstellen halt. Ja, was die Firma, ja, die vorstellen, Firma vorstellen und die App, womit man halt GPS faken kann. Ja, aber das kann doch Niantic nicht zulassen, oder? Wie ist es? Also. Ja, was habe ich mit Niantic zu tun? Naja, schon, aber. Juckt mich ja nur, was die sagen. Ja, aber wenn du das. Juckt mich nur, Niantic!
Ja, Ben ist dieser Oh mein Gott, wer spielt jetzt über GPS-Hacks und so. Merkt das nicht. Ja, das ist ja das Ding. Aber es ist gefährlich, also es ist nicht ganz sicher. Manchmal labern Leute, dass sie gebannt wurden und dies, das, aber so, es gibt auch ein paar Bannwellen, aber. Ja, was bieten die denn genau? Ist das wichtig? Ja. Ist das wichtig? Ja, weil wenn man weiß, wie was investieren ist, kann man schon aus dem noch viel mehr machen. Haben wir einen Preis? Ist das Verlockende? Ist es verlockend? Du hast einen Preis, wir nicht, oder? Ganz ehrlich, für mich kommt Spoofen und so ein Hack gar nicht in Frage. Aber er macht's ja nicht. Das ist aber eure Sache. Macht's ja nicht. Das weiß ich nicht. Nein, nein, aber er tut es ja im Grunde ja nur vorstellen. Ja. Aber das ist dann eben an. Aha, ja. Er stellt es ja nur vor, er sagt hier, ich das ist das wirklich. Ja. Genau wie Nico beim Raid Shadow Legends Video gesagt hat, es kommt drauf an, wie Montez vorstellen wird. Wenn er sagt, yo, das ist das geilste Spiel auf der Welt, bla bla, macht das alle, spielt das alle, dann kommt das heuchlerisch über. Aber wenn er sagt, yo, wir testen das mal, wir schauen rein, ganz neutral, ja, dann ist es vielleicht okay. Und wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt spoofe, anfange zu spoofen und jedem sage, yo, Leute, fangt an zu spoofen, das kommt natürlich dreckig rüber. Aber wenn ich sage, yo, das ist die Seite, bla bla, die haben auch diese App für Spoofen und so. Mhm. Jeder, der interessiert ist, kann mal reinschauen, jeder, der den sich juckt. Ja. Wer weiß. Also es ist doch besser, dass wir über ein Spiel machen, ein Review. Was heißt Review? Vorstellen. Statt Spoofen. Ich hasse halt Schummeln, Abkürzungen. Ja, ja. Das gefällt mir gar nicht. Ja, aber das gab's doch bei Ding aber auch so. Ich bin der King der Cheater. Ich bin der King der Cheater. Ich habe jeden Cheat verwendet, alles gemacht, außer diese eine Sache. Ja, aber das ist halt diese eine Grenze, genau, die man nicht überschreitet. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast einen Angebot bekommen und ich glaube, und für dich jetzt würde ich sagen, nein, du sollst es nicht machen oder du willst es auch nicht machen. Ja, weil das war das Einzige, ohne Scheiß, das Einzige, was er nie gemacht hat und auch nie auch befürwortet hat. Null. Ja? Deswegen ist es ein Thema für dich eigentlich auch tabu, ganz ehrlich. Alex hat es auch gemacht, wurde gebannt und so. Ja, 100%. Ja, klar, das gemacht. Ja, ich hatte eine Wette mit ihm am Laufen. Er hält seine Wette nicht. Nee, er hat die Wette gewonnen, aber weil er gecheatet hat und gespooft hat. Sag. Oh mein Gott. Ja, man kann sich nachweisen, aber jeder Zuschauer hat es gesagt. Wir wissen alle, was passiert ist. Okay, hat er dich in irgendwas getoppt, mehr spielen oder so? Weil es geht ja, wir haben einen EP-Gang gemacht, wir haben mehr EP gemacht. Okay, echt sehr merkwürdig. Sorry. Also ich kenne die Wahrheit. Ja. Oh mein Gott. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß es doch schon. Ja, auf jeden Fall. Ist schon vervögelisch, vor allem jetzt momentan. Pogo eh tot, alle hassen mich und es kommt nur Hate. Nicht nein, Mann, die wollen alle, dass du. Die haten dich, weil du nicht mehr spielst, deswegen. Ja, deswegen. Aber die haten nicht dich, sondern die mögen dich auch. Viele sagen, Alter, komm, ich bleib auch weiter auf dem Kanal, weil du bist, wie du bist und, ja. Und die anderen halt, weil die halt kein Pogo mehr von dir sehen. Das ist halt das, ja. Das ist halt mein, weißt du? Mhm. Und deswegen. Aber ich denke mir halt so, ja, erzähl gleich, ich war immer der. Ja, gute, good guy, weißt, und wir wissen alle, nice guys finish last und sowas. Was habe ich davon gehabt jetzt die paar Jahre, dass ich immer nie die Videos gestreckt habe, nie krasse Clickbait-Sachen gemacht habe, nie dies, das. Man hätte so viel kontroverser sein können und garantiert erfolgreicher, aber ich war immer so der Brave und ich habe eigentlich davon nichts. Ja. Ich habe auch gute Kooperationen abgelehnt, die halt fragwürdig sind, aber... Aber dann hast du ein reines Gewissen, oder? Ja, du kannst gut Aber was habe ich davon? Das ist die Basis. Was bringt mir das? Geld bringt mir doch mehr eigentlich. Geld ist nicht alles, Mann. Ja, das beeinflusst aber echt alle Bereiche im Leben, muss man auch ehrlich sagen. Immer Herz, Alter. Ja. Immer Herz, Mann. Ist halt jetzt nicht das Geld das Wichtigste, so. Wenn du ruhig schlafen kannst, ist deine Sache. Wir leben halt echt im Kapitalismus. Ja, das ist halt. Wenn du halt dein Geld machst, kannst du auch wieder schön wieder verteilen. Wohlstand gerecht verteilen und so. Ja, das ist ein langes Thema eigentlich. Eigentlich schon, das ist echt ein langes Thema. Ja, probier's aus, so wie du glücklich bist. Wir folgen dir einfach. Oh mein Gott. Hallo? Nein, ich für mich mein Teil, ich kann sowas nicht machen. Also bei mir ist immer alles, muss alles mit einem guten Warten Gewissen wir auf bessere Deals. Warten wir auf bessere Deals. Das ist echt. Okay, sagen wir, es ist dieselbe Firma, aber wir werben ein anderes Produkt von denen. Genau, VPN zum Beispiel. Sichere Mittel. Okay, das ist was, aber sagen wir nochmal, es ist dieselbe Firma, aber wir haben ein anderes Produkt,
Aber Indigek werden wir ja auch für die GPS-App, weil das ist ja auf derselben Seite, man kommt von der Firma auf da drauf. Stimmt, ja. Wäre das dann halt auch okay oder dann nicht okay? Haarspalterei, da kann man nicht aufhören. Von wo holt er sein Geld? Wo sitzt er? Ja, trennt er seinen Müll? Da gibt es nie ein Ende. Das ist echt schwierig. Das ist eh klar, aber das ist, also ja. wenn man vielleicht direktes wirbt, ist nicht okay, wenn man aber halt dann für was anderes eigentlich wirbt, dann muss es auch okay sein. Ganz kurz. Also, das Gute ist, falls man eine Kooperation hat, dass man auch andere Dinge sagen darf, weil manche gehen vertraglich ein, dann darf man gar nicht schlecht über die Firma sprechen. Ja, genau. Das würde ich nicht machen. Dass wir dann du musst jetzt sagen, nicht darauf eingehen, aber du kannst die Dinge, die du auch benutzt, darauf kannst du eingehen. Du wirbst zum Beispiel für die und dann sagst aber halt, ey, also ich rufe zum Beispiel nicht oder ich würde zum Beispiel nicht machen, aber die Firma ist gut oder was? Yes. Ist aber auch ein bisschen komisch, oder? Ja. Ja, das ist schwierig, Mann. Echt schwieriges Thema, Mann. Wirklich schwieriges Thema, Mann. Also der krasseste Move wäre jetzt, einfach die ganze Zeit oben in der Ecke Werbung stehen zu lassen und dann nur in die Beschreibung die Firma zu packen. Und dann machen wir Testphase. Wir nehmen einfach alles an, was geht, ja, außer es ist extrem menschenschwach. Wir testen einfach mal einen Monat. Müssen wir echt noch machen. Und dann noch mal einen Monat wieder, weißt du was ich meine, oder drei Monate, man nimmt wirklich einfach alles. Vielleicht auch echt mal auch so schlechte Sachen machen. Ja. Damit wir vielleicht wissen, wie das überhaupt ist. Ja, die Frage ist, darf man dann auch schlecht reden? Das kommt immer dann auf die Kooperation. Das kommt auf den Vertrag an. Ja. Ich würde es einfach mal, wie ihr wollt. Also du bist nicht abgeneigt. Ja, ich liebe es halt, Dinge zu testen, weißt. Auch wenn es, Also willst du den Hate, der jetzt dann dadurch kommt, testen? Kommt drauf an. Ja, wenn ich dann Schlafstörungen kriegen würde, würde ich schon umändern. Ja, aber der Hate kommt doch so oder so, oder ist eh schon da. Ja, eben, das denke ich mir auch, deswegen. Ja, gut, aber. Deswegen wenigstens noch abkassieren. Ja, aber das sind aber auch Themen, die müssen ja und da müssen wir auch ein gutes Gewissen bei haben. Um das geht's ja auch. Wir sind ja, wir so sagen, wir sind auch keine Bad Guys, ja, Mann. Ja, wenn wir so sagen, abkassieren Geld und so, es klingt so, als ob wir voll so überheblich, arrogant und so sind. So ist es ja eigentlich nicht, das ist das Problem. Ja. Und eigentlich machen wir auch ein bisschen falsch, wie wir glauben. Und eigentlich machen wir auch keine schlechten Sachen eigentlich. Aber sollte, also ich war immer bisher sehr, sehr selektiv und habe vieles abgelehnt. Und eigentlich bin ich bisher sehr zufrieden mit dem, was ich alles angenommen habe. Mhm. Ja, aber du weißt ja nicht, wie es ist, wenn du es angenommen hättest. Weißt du? Wie meinst du? Wenn du die ganzen Sachen angenommen hättest, mit denen du sagst, okay, ich mag das jetzt vielleicht nicht wirklich, aber ich mach's trotzdem. Ja? Weißt du? Weiß ich ja nicht. Es hätte auch gut ankommen können, ja? Ja, genau. Aber das ist was er gemeint hat. Das müssen wir mal testen. Also alles, was deswegen, kommt, testen. Deswegen sag ich doch, Leute, es ist so. Wenn das Erste, was ist unsere Mission? Sollen wir es testen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Allgemein dazu. Klicks. Juckt es euch überhaupt noch? Doch. Ihr wisst, weißt du, was unsere Mission ist? Viele von euch fragen mich jeden immer noch Spuchen. Also es ist ja nicht so, als wären 100% von euch abgeneigt darüber. Schau mal, du hast doch gesagt, du willst Spaß haben. Du hast immer gesagt, du klickst und... oh mein Gott, Real Talk. Ja, ist doch so. Ja, ich kenne mich, ich weiß, was ich will. Aber ich will Spaß, ich will, dass wir gemeinsam alles machen. Mann. Ja, und dann kommt halt alles nur rein, Mann. Ja, und jetzt sagst du auf einmal, was wollen wir? Klicks? Ja! Wo ist der Spaß? Wo ist der Spaß? Wir kommen wieder auf die Soße zurück. Ich sag doch schon seit Jahren, es wurde nicht einmal mitgemacht. Aber jetzt auf einmal macht sie mit, dann steht niemals Spaß bei euch an erster Stelle. Doch! Nein! Das ist ein anderes Thema. Hört's auf, das ist ein anderes Thema. Ja. Fazit. Testen alles, was kommt. Oh mein Gott, echt jetzt? Ohne Scheiß, Mann. Alles machen. Oh und dann mein Gott. Werden wir sehen, wie wir damit umgehen, Mann. Oh, du enttäuscht mich gerade. Warum? Ich habe dir gerade eine Falle gestellt und du bist voll in die Falle getappt. Was laberst du, Mann? Ich schwöre, ich hasse Cheater. Ich hasse Leute, die Spiele auf leicht durchspielen. Immer normal mindestens. Alter, wenn ihr das Spiel spielt, spielt es ehrlich. Das ist das. Aber zum Testen einfach mal alles annehmen, hört sich auch sehr interessant. Ehrlich, Mann. Bei Mario Kart gab es auch immer Geheimwege und alles. Bist du nie eins gefahren? Hey, Geheimweg ist doch kein Spoofen oder ähnliches. Ja, aber du sagst doch selber ohne immer. Geheimweg sind gut. Das ist, den kenn ich nicht. Ja, aber du bist doch aber schneller, du bist doch schneller am Ziel, oder nicht? Hättest du nicht dasselbe, oder? Echt gar nicht, oder? Also, sorry, Mann. Wie man es definiert, wie gesagt, ich habe alles andere auch gemacht. Und manche zählen das als Cheaten, was ich gemacht habe. Ja. Und ich halt nicht, aber... Sagen wir so, oder schon, aber nicht als Schlimmes, also... Ja, wenn es die Community wollen würde, kommt drauf an. Ich bin da eher abgeneigt. Natürlich will die das nicht, Mann. Wollen die das nicht? Ja, kann das ja sein. Das ist das Ehrenloseste, was in Pogo geht. Dann nicht. Aber ich bin ja nicht mehr in der Pogo-Community. Ja. Deswegen juckt es mich eigentlich nicht. Ganz ehrlich, entweder gehen wir den ehrlichen Weg oder wir kommen komplett auf die Kacke. Ja. Oh mein Gott, dann redest du denn so auf? Weil bist ehrlich, bist du nicht neugierig? Ich war doch immer der Ehrliche und alles. Jetzt mal, bist du das machen? Alter, jeder weiß, Ehrlichkeit ist bei mir die Basis, Alter. Ihr seht, das ist ein schwieriges Thema.
Warte. Ja, nein. Ganz kurz, vielleicht. Entweder gehen wir komplett die Schiene, wir nehmen fast alles an, oder wir gehen wieder den normalen, ehrlichen Weg. Entweder so oder so, ich würde kein Mittelding gehen. Das ist mein Fazit. Und am Ende würden wir 2,5% spenden. soll das die Leute beschlichten hier? Nein, es soll Wohlstand, Verteilung besser sein. Das ist gut. Das ist was Schönes. Ich hab gerne meine Uni-Kompagne. Wir überlegen noch. Ich weiß aber schon, wohin ich tendiere. Auf jeden Fall, das war's von uns, Leute. Check gerne die Videos ab. Gib ein Like, gib einen Kommentar. Das ist echt mal angekündigt, diese Buch.